Ja, Freunde, Spiegel hat geliefert. Ein kleiner Einspieler dazu und dann geht's ans Werk. Willkommen bei Sam's Channel. Ich habe das mal oben in meinem warmen Büro ausgepackt. Ich zeige euch mal, was da gekommen ist. Ihr seht es ja später nochmal genauer. Das ist also vorne. Ja. Hinten. Wir packen das danach noch aus, wenn wir es benutzen, logischerweise. Aha. Was ist das? Hat mir der Markus was dazugelegt. Ah, Motorradfeld Bodensee. Cool. Kann ich im Fitnessstudio lesen. Prima. Rizoma-Katalog. Aha. Auch nicht schlecht. Ja, und das sind die Leitungen, die es vorher noch nicht gab, die wir vermessen haben. Die sind im Extra-Paket drin. Wir sehen uns dann gleich beim Anbau der ganzen Komponisten wieder. Da das Motorrad in nächster Zeit erstmal nicht mehr so stark zerlegt sein wird wie jetzt, werde ich die Gelegenheit nutzen und überall noch mal ein bisschen abstauben. Ich sehe da einige Stellen, wo das dringend nötig ist. Diese Fußrasten sind nicht original, musste ich lernen, aber Willi hat irgendwo in den Kommentaren die Frage danach beantwortet und geschrieben, was es ist. Ich habe es wieder vergessen. Das Bremspedal hat auch keine Gummiauflage, sondern ist einfach nur Metall. Und ich habe mich gerade entschlossen, vielleicht dieses Bremspedal noch mal kurz abzunehmen, weil es macht ja wenig Sinn, wenn wir hier alles zerlegen, die Schwinge schmieren, die ganzen Umlegungen schmieren und das Bremspedal ungeschmiert lassen. Es wird nicht ganz ungeschmiert sein, aber es wird halt nach üblicher Honda-Schmierung ein bisschen zu wenig haben. Deshalb baue ich das Bremspedal, weil es halt gerade günstig ist, kurz ab. Und dann schmieren wir das Ding gerade. Ich hänge mal die Feder aus, wohl wissend, dass das mit kalten Pfoten, die ich gerade habe, eine ziemliche Quälerei sein kann. Aber es ging. Die Quälerei hielt sich in Grenzen. Man kann auch die komplette Fußrastenplatte, wo die Bremse fest ist, abschrauben. Allerdings ist da auch der Auspuff fest. Und um an diese Schraube hier ranzukommen, müsste man den Auspuff erst abbauen. Und das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Deshalb lasse ich die Fußrastenhalteplatte, welche auch den Bremshebel trägt, dran. Das wäre also diese Schraube gewesen und noch weitere zwei hier unter dem Krümmer, wo ich nicht drankomme, ohne den Krümmer vorher abzumachen. Vorher kurz schauen, wo die Markierung steht. Der Punkt steht in diesem Fall genau in der Mitte des Schlitzes. Hier hoffentlich ganz gut zu sehen. Wahrscheinlich ist es auch hier so, dass man die Schraube komplett öffnen muss. Wie bei den Schalthebeln in der Regel auch, weil die Schraube etwas hinterschnitten ist mit dieser Rundung hier. Die sitzt nämlich dann so hier drin. Wenn man die Schraube nicht ganz raus macht, kann man das nicht da durchziehen. Man kann das hier, denke ich, auch ganz gut sehen, dass die Schraube letztendlich hier in dieser Achse zu liegen kommt. Und wenn man sie nur lockert, hat man keine Chance. Ich nehme die Bremspumpe mit raus, weil ich dahinter kurz durchwischen möchte. Relativ lange Schraube. Jetzt ist es schon abgestürzt, die Bremspumpe. Die beiden sind gleich lang. Ich stecke die mal, auch wenn sie jetzt kein Gewinde mehr haben, erstmal da rein. Ist halt immer das Gleiche. Aber das soll uns nicht erschrecken. Das ist die Beute. Der Schmierungsgrad an dieser Stelle ist ja marginal, ähnlich wie erwartet. Und hier haben wir ja auch noch ein Gelenk und dieses Gelenk soll auch noch schön geschmiert werden. Hier ist die Aufnahme, quasi das Loch in der Fußrastenhalteplatte. Man sieht, wir haben hier einen Simmerring drin, der ist völlig schräg drin, der ist nicht bis zum Schluss hinten reingetan. Das zeige ich gleich mal, wenn ich es zeigen kann. Auf der anderen Seite hinten ist auch noch ein Simmerring drin. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen kann, dass der Simmerring gerade dabei ist, nach vorne rauszufallen. Da ich die Achse nach hinten rausgezogen habe, kann ich also ausschließen, dass ich das war. Sondern den hat einfach... Der ist einfach initial nicht komplett gut zusammengebaut worden. Ja, kann passieren. Man sieht es auch, glaube ich, so, dass er hier vorne anstößt und hinten ein bisschen
zurückgeht. Das ist jetzt nichts, was Kriege entscheidet. Es sorgt nur dafür, dass das Ding so gut wie sofort rausfällt. Dieser Simmerring. Aber ansonsten ist er fast wie neu eigentlich. Ist ja auch nicht alt. Ist ja nur 2 Jahre alt. Ist noch schön weich. Ja, hier drin ist relativ trocken. Ich kehre mal aus. Schau mal, wie der Simmerring hinten aussieht. Ob der auch schräg drin ist. Ach ja, hinten der ist eigentlich in Ordnung, aber geht auch sehr leicht raus, deshalb mache ich ihn zum Reinigen mal kurz raus. Ich habe jetzt nicht voll in die Kamera geleuchtet, eben. So sehen die Dinger also aus. Schrauben sind prima. So, mal sehen, ob es hier noch was zu erbeuten gibt. An altem Schrott. Oh ja, jede Menge. Jede Menge. Die Schraube wird eh nicht mehr benutzt, weil da der hydraulische Bremslichtschalter reinkommt. Parken wir gerade da. So, nochmal ein bisschen rauslaufen lassen. Für einen Moment. Ich spendiere noch mal ein Ohrenstöpsel. So. In den vorderen Bremssätteln ist sicherlich auch noch jede Menge alte Bremsflüssigkeit, aber die kriege ich zu gegebenem Zeitpunkt. Na, man merkt schon, eine gewisse Betätigung, Abrieb. Völlig normal. Weiß gar nicht, wie viele Kilometer sie gerade drauf hat. Will jetzt in dem Zustand auch nicht den Strom einschalten. Wer weiß, wie viele fehlende Steuergeräte da als Fehlermeldung eingetragen werden, die ich dann wieder löschen muss. Man weiß ja nie bei diesen modernen Motorrädern. Gut. Ich glaube, ich parke das gerade im Schraubstock. So. Einmal Mülleimer. Hier ist bei diesem fast neuen Motorrad natürlich alles ziemlich gut. Erinnert ihr euch an diese Stelle bei der CBX, wo ungefähr 1 Kilo Junk rauskam? Das war genau die Stelle, wo hier alles völlig korrodiert war. Ich würde immer dazu neigen, diese Gummis hier an dieser Stelle mit ein bisschen Silikonfett zu pflegen. Gerade wenn sie noch gut sind, wenn sie noch neu sind und noch kein Leid erfahren haben. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert. Fett, Öl und alles, das macht halt auch, zieht halt auch Schmutz an und der bleibt dann haften. Das ist zwar völlig ungefährlich, aber sieht halt scheiße aus. Man könnte vielleicht auch Talkum nehmen. Daran habe ich noch nicht gedacht, aber ich habe keins da. Dann nehme ich halt doch ein bisschen Silikonfett, damit es schön geschmeidig bleibt. Man muss ja nicht zentnerweise das Zeug da drauf baggern, sondern einfach ein bisschen in die Poritze. So. Der Vorteil ist, man schützt das Ganze auch eben ein bisschen gegen Korrosion und wenn eben Dreck drauf ist, dann ist er halt drauf, dann wischt man wieder weg und dann
ist er weg und unten drunter sieht alles aus wie neu. So mag ich das eigentlich. Ja, und der eine oder andere mag vielleicht fragen, warum wird eigentlich diese Bremsleitung hier nicht durch Stahlflex ersetzt? Ganz einfach, auf dieser Leitung herrscht kein Druck. Das ist nur die Leitung zum Ausgleichsgefäß, die ist immer druckfrei. Das Einzige, was hier an Kräften wirkt, ist die Vibration des Motorrads und die Schwerkraft, welches die Bremsflüssigkeit nach unten trägt. Und vielleicht ein bisschen nach oben, wenn die Bremsbacken releasen. Aber keinerlei Bremsdruck, und deshalb bringen an dieser Stelle Stahlflexleitungen überhaupt nichts. Zumindest technisch bringen sie nichts. Sie würden vielleicht verhindern, dass Gummi irgendwann zerbröselt, aber diese Leitungen, bis die zerbröseln, das dauert auch 20 Jahre. Und dann nimmt man ganz einfach einen anderen Gummischlauch, irgendeinen aus dem Handel, der bremsflüssigkeitsbeständig ist. Nichts Besonderes also. So, jetzt kann man das eigentlich alles wieder zusammenbauen. Überschüssiges Fett darf man durchaus abputzen. Weil es zum einen nicht schön aussieht und auf der Oberfläche, wo nichts geschmiert werden muss, auch nicht in Batzen rumhängen muss. Das nützt nämlich auch nichts an der Stelle. So, jetzt schauen wir mal, was die Splintkiste so hergibt. Der erscheint mir ganz gut zu sein. Ja, der ist gut. Vielleicht sieht es in diese Richtung schöner aus. Ah. Eben piepst wieder WhatsApp. Wahrscheinlich ist der Willi gerade unterwegs hierher. Das beißen wir auch ab. Perfekt. Wie der Splint nicht rostet. So, ich baue das jetzt gleich wieder dran. Es geht sowieso langsam wieder zum Zusammenbau des Motorrads oder anders Zusammenbau des Motorrads. So, hier die Simmerringe. Die Spalte, ich sag's mal so, zeigt nach außen. Ja, es ist mir schon fast klar, wie das passiert ist, dass der eine Simmerring verrutscht ist, weil man natürlich die Achse von hinten dagegen drückt jetzt. Dann drückt es den Simmerring gerne wieder raus. Aber da muss man halt gucken, dass man wieder reinsteckt. Das gleiche von hinten. Perfekt. Die Gelenkwellen, die für sowas benutzt werden, haben immer in der Mitte so eine schmale Stelle. Die soll so ein bisschen als Fettdepot dienen. Und als solche kann man die dann auch benutzen, weil sehr viel Fett wird natürlich beim Reinstecken dann wieder verdrängt und rausgetrieben. Deshalb mache ich das so. So, und wenn man diese Vertiefung schön voll hat, kann man das wieder reinmachen. Das hier übrigens ist von dem alten Bremslichtschalter der Federhaken. Das heißt, dieses angeschweißte Teil hätten wir jetzt abflexen können, aber sei es drum. Ist jetzt auch egal. Kann man auch einfach lassen, wie es ist. Zack. Jetzt hat es Klack gemacht. Jetzt ist hier jede Menge übrig. Das kommt weg. Und jetzt hat es selbstverständlich den Simmerring vorgetrieben, was ganz normal ist. Und deshalb drücke ich den jetzt wieder rein. Und man merkt ziemlich deutlich, dass das Ding jetzt gut voll Fett ist, nämlich der Simmerring. Wenn ich ihn oben reindrücke, will er unten wieder raus und so. So ähnlich wie bei den Gabelstaubschutzmanschetten, wenn die auf dem Luftpolster schweben, aber jetzt, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, hat man es richtig schön, richtig so ist, wie man es haben will. Perfekt.
Ist auch jede Menge Fett übergequollen, das nehme ich noch weg. Und dann kann man die Bremspumpe eigentlich schon wieder festschrauben. So muss das Ganze, genau. Es war leicht an der falschen Stelle. So, ich es noch mal kurz raus hatte, noch mal um den Simmering kümmern. Jetzt kann man die Schrauben schon wieder leicht anlegen. Diese kleinen Schrauben mit dem Alugehäuse von dem Geberzylinder hier, von dem Bremszylinder, kriegen maximal 10 Newtonmeter. Ich habe nicht nachgeschaut, aber mehr geht an dieser Stelle sowieso nicht. Dementsprechend lege ich die für den Moment nur leicht an. Jetzt kann man die Feder wieder einhängen. Vorher kann man sie mal kurz sauber machen. Und da, wo sie lebte, auch. Dann mache ich es ganz gerne so, dass ich den Sitz dieser Feder auch ganz gerne ein bisschen schmiere. So. Genau. Und mit dem überschüssigen Fett natürlich auch oben. Weil da arbeitet ja die Feder im Material ziemlich stark. Und ich habe schon bei älteren Motorrädern gesehen, dass gerade diese Standpunkte von den Federn sehr ausgewaschen, sehr ausgemergelt sind und ja, sehr kaputt einfach. Und das muss ja nicht sein. So. Das ist alles wieder ziemlich gut. Und im Prinzip spricht auch nichts dagegen, das Bremspedal wieder anzusetzen. So war's. Das ist auch nur eine ganz filigrane Alu-Spannvorrichtung. Wenn man das Drehmoment nicht weiß, ich schätze mal, ja, mehr wie 12. Ist es sicherlich nicht, aber man hat das nach so langer Schrauberei einfach auch ein bisschen im Gefühl, wie viel man diesen Hebeln zumuten kann. Aber ich mache die Drehmomente noch, keine Sorge. Ja, das mit dem Bremspedal wollte ich noch erledigt haben, bevor ich die Bremsleitung montiere, aus sicherlich nachvollziehbaren Gründen. Das entfällt alles. Hier muss ich noch ein bisschen Arbeit leisten. Hier muss ich nämlich noch das ABS-Kabel erbeuten mit diesen ganzen Klammern und diesem ganzen Befestigungsmaterial. Das ist nämlich noch an dem Kabel, an der Bremsleitung dran, welche zum hinteren Bremssattel führte. Und jetzt werde ich erstmal Folgendes machen. Ich werde mal die entsprechende Spieglerleitung auspacken. Die, wo hinten drauf steht, habt ihr ja kurz gesehen oben. Und jetzt schauen wir mal richtig. Eine Hohlschraube, genau, eine Hohlschraube, weil die andere Hohlschraube wird ja, wie ich schon 100-mal gesagt habe, durch den hydraulischen Bremslichtschalter ersetzt, deshalb ist nur eine dabei. Der Markus hat das natürlich gewusst und hat das entsprechend so eingepackt. Die Aluscheiben sind jetzt hier nicht dabei, die sind in der anderen Tüte eingepackt, alle gemeinsam. Aha. Okay. Sehr schön. Das kleine ist der Anschluss von der Bremspumpe zum ABS. Genau, hier kommt es an die Bremspumpe, hier kommt es zum ABS über diese Adapterleitung. Aber das sehen wir gleich. Und hier ist die Originalleitung und es sieht eigentlich sehr gut aus. Es sieht so aus, als würde das alles hervorragend passen. Ja. Das ist schon mal recht schön. Das wird im Moment erstmal noch nicht benötigt. Dann haben wir hier
die Hauptbremsleitung. Ja. Man kann recht schön sehen, dass die hier sehr stark gekröpft ist an dieser Stelle, wie die Originalleitung auch. Hier mal kurz zum Vergleich, die Originalleitung und die Spiegelleitung, die Kröpfung ist ungefähr die gleiche. Und die andere Seite schauen wir uns jetzt auch mal an. Die andere Seite geht ziemlich gerade. Die Originalleitung hat eine minimale Kröpfung, aber ich denke, die ist nicht kriegsentscheidend. In Zweifelsfall kriege ich die hier auch noch nachträglich hin, aber ich denke, das ist nicht notwendig. Ziel dieser Übung ist jetzt, die Befestigungspunkte zuzuordnen und entsprechend zu erbeuten und umzuswitchen auf die neue Leitung. Wir haben hier, man sieht es recht schön, drei Klötzchen oder drei Befestigungspunkte, die Spiegler schon aufgefädelt hat. Das kommt ungefähr hier hin. Und wir haben auch drei Befestigungspunkte in der Originalleitung. Nebst dieser paar Klipse, die die Bremsleitung noch halten. Das heißt, im Prinzip sind das nur diese beiden hier. So. Und das ist schon mal sehr schön. 3 auf 3, das passt hervorragend. Und dass diese Dinger schon aufgefädelt sind, das ist natürlich auch gut. Das ist auch so zu erwarten, denke ich mal. Man kann die Dinger zwar auch nachträglich wieder auffädeln, aber dann müssten sie gespalten sein. Das gibt es auch. So, ich nehme das jetzt also hier raus. Mitsamt dem ABS nehme ich das mir hier raus, samt der ABS-Leitung, und kann das im Prinzip dann gleich hier einklicken. Gleich oder später oder was auch immer. Das ist so ein Plastikteil, da muss man aufpassen, dass man es nicht zerbricht. Die gab es ja bei der CBF1000 schon, oder waren sie weiß und noch filigraner. So, hier nochmal so ein Teil und hier nochmal so ein Teil. Ah! Jetzt kann ich die alte Bremsleitung endgültig entsorgen. Und jetzt wird das hier reingesetzt und wieder zugebogen. Ist fertig. Und das mache ich jetzt mit allen Befestigungspunkten, die ich gefunden habe. Ah, die sind dreckig. Muss ich erstmal sauber machen. Diese Dinge, wenn die etwas älter sind, verrosten sie gerne. Ist dann so ein typischer Fall für Ultraschall. Nicht für Ultraschall, für Pulverbeschichtung. Gerade so Kleinteile lassen sich immer gut beschichten. So, die ganzen Klammern sind beschädigungsfrei transferiert. Jetzt ist es halt so, aber das ist immer so, dass diese Klammern hier natürlich viel zu weit sind, um die ABS-Leitung weiter mit der Bremsleitung verheiratet zu lassen. Deshalb nehme ich die ab. Die werden dann nicht mehr benutzt und das heben wir auf. Ich kann beim Einbau jetzt noch alles beliebig verschieben, weil es ist ja nichts richtig fest. Ich kann auch die Befestigungspunkte, falls ich den jetzt verkehrt rum reingesetzt habe, ich habe es mir nicht gemerkt, dann noch rumdrehen. Das ist also alles kein Problem. Aber ich habe es erstmal zusammen und lasse es gerade so. Ich weiß jetzt nicht, was Willi mit den alten Leitungen vorhat. Die sind ja nicht per se schlecht. Ich mache es immer so, wenn ich Leitungen austausche und die dann mit Sicherheit wegwerfe, weil sie halt schlecht sind, dass ich vorher diese Befestigungssachen, die sind ja im Prinzip nur leicht angeklebt an diesen Stellen. Und hier auch, dass ich diese Befestigungsdinge abmache vorher. Und indem ich sie hier durchschneide, die haben ja so eine Angussnaht auch, dann kann man das schön durchschneiden und kann die abklappen und kann die für irgendwas mal irgendwann wieder verwenden. Auf jeden Fall diese Stützpunkte wegzuwerfen, das wäre einfach schade. Das mache ich normal nicht. So, hier steht Mitte zum Test. Das sind die Leitungen, die neu entwickelt worden sind
von Spiegler in Anführungsstrichen. So. Und hier gibt es Befestigungs- und Stützpunkte. Aha, schön. Da wollen wir ausprobieren, ob das praktikabel ist, genau. Deshalb zum Test, die Längen, die werden natürlich passen, das ist klar, das schauen wir uns gleich an. Aber es geht darum, wie sich die Stützpunkte so machen. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Verschraubung. Und hier diese Geschichte, ja, das sieht gut aus. Und das ist jetzt Verschraubung an beiden Seiten. Mit dieser Länge, das sieht auch gut aus. Hier kommen noch irgendwo Dichtlinsen rein, das muss ich mir noch anschauen. Das sehen wir dann in der Anwendung genauer. Ja, das ist der vordere Bremsleitungssatz und den sehen wir uns später an. Aber ich habe heute hier erstmal die Dichtlinsen hier an dieser Stelle und das sonstige Zubehör. Ich habe mal das Zubehör ausgepackt, um euch das mal zu zeigen. Hier gibt es also Dichtlinsen, was es damit auf sich hat, kommen wir gleich dazu. Hier gibt es Aluminium-Dichtringe, ganz normal für die Banjo-Bowls, für die Fitting. Hier gibt es noch mal ein paar Kupferdichtringe, für den Fall, dass man Kupfer benutzen möchte. Ich habe beides mitbekommen, das ist ganz schön. Das hier sind die neuen Halter für das ABS-Kabel an den Bremsleitungen. Das waren ja die alten, weil die Bremsleitungen sehr dick waren. Und das sind die neuen. Das heißt, dass ich die alten nicht mehr verwenden kann, ist im Prinzip kein Problem, weil ich habe neu bekommen. Hier gibt es eine kleine Einbauanleitung für die Dichtlinsen, damit man weiß, wie man die Dinge zu behandeln hat. Und ich zeige mal das Kleingedruckte. Wer sich dafür interessiert, kann ja auf Stopp drücken. Ja, damit ist jeder, der sowas vorhat, vorab informiert. Weitestgehend. Ich fülle das jetzt mal hier in so ein Gefäß ein, dass ich nicht jedes Mal mit diesen Plastiktüten da rum zu hantieren habe, wenn ich irgendeinen Bauteil brauche. Ich denke, ich werde die Aluringe benutzen, die Kupferringe benutze ich dann bei Ölablassschrauben. Aber trotzdem danke. So. Ja, es ist ein bisschen so, wenn man die Aluringe benutzt, darf man die Banjo Bowls, also diese Schrauben hier, nicht mit so viel Drehmoment anziehen. Das ist nicht gut, weil dann zerdrückt es diese Alu-Dinger. Und die Kupferdinger vertragen mehr Drehmoment. Die verdreht es nicht so, die verdrückt es nicht so. Aber man braucht an dieser Stelle auch nicht viel Drehmoment. 20 Newtonmeter ist maximal, denke ich mal. Das genügt völlig. Und das sind schöne, wunderschöne Edelstahlschrauben. Klasse. So, jetzt hole ich noch den Rest hier raus. Das packe ich später aus. Ich baue das Hinterteil erstmal zusammen. Rechts haben wir die beiden Stahlleitungen, die zum Motorrad gehören. Und links, das sind die beiden Leitungen von Spiegler mit den entsprechenden Anschlüssen. Und wenn wir hier hineinschauen, sehen wir einen kleinen spitzen Konus nach vorne. Das heißt, hier in diesen Fittings, in diesen Anschlüssen, ist die Dichtlinse schon integriert. Hier muss keine Dichtlinse rein. Bei diesen Bauteilen aber haben wir einen großen Konus nach innen, also hier quasi ein Trichter und hier ist auch ein Trichter. Und Trichter auf Trichter macht sich nicht so gut, deshalb muss hier eine Dichtlinse dazwischen. Und so eine Dichtlinse hat ja eine spitze Seite, das ist die hier, und hat eine abgeflachte Seite, das ist die hier. Und jetzt ist es so, dass die spitze Seite nach innen zeigen muss, so dass die abgeflachte Seite nach außen zeigt und letztendlich die abgeflachte Seite mit diesem Bauteil oder mit dem Original Stahlleitung, die im Motorrad verbaut ist, verschraubt wird. Ja. Damit ist das auch klar. Wenn das alles dann zu und verschraubt ist, kann man trotzdem, wenn man das jetzt rumdreht, die Dichtlinse hier drin leben sehen. Genau. Die spitze Seite zeigt also, wie man vielleicht hoffentlich sehen kann, nach innen. Ja, der Willi war gerade da, hat die Zusatzscheinwerfer gebracht. Die zeige ich euch jetzt nicht, weil die verbauen wir ja dann zusammen. Und da werdet ihr sie sehen. Ich kehre hier noch mal gerade ein bisschen aus. Und ich habe mit Willi besprochen,
weil es war ja die Frage, ob wir jetzt, um den Einbau uns zu erleichtern, oder dass ich ihn mir vielleicht erleichtern kann, indem ich diese Trennstelle, diese dedizierte Trennstelle vielleicht trenne, sodass das auch für den Rest des Motorradlebens getrennt ist. Aber wir sind übereingekommen, dass wir das nicht machen wollen. Weil wir werden an diese Stelle normalerweise nicht mehr ran müssen, weil wenn die Bremsleitungen getauscht sind, das muss man normalerweise nur ein einziges Mal tun. Normalerweise, wenn das Motorrad älter ist, wir tun es halt vorsorglich. Und ja, ich kehre das jetzt noch ein bisschen aus und dann muss ich mir überlegen, ob ich das ABS erst reinsetze und dann die Schale anbringe oder wie auch immer. Ich denke mal, ja, ich zeige es euch dann. Ich denke mal drüber nach und ich zeige es euch dann. Auf jeden Fall wollen wir diese Wangen dran lassen, aber ich denke mal, dass ich diese Wangen anklappen kann und im angeklappten Zustand das Ganze wieder montiere. Das könnte bedeuten, dass ich diese Schrauben hier jetzt im ausgebauten Zustand noch einbauen kann und auch werde. Aber da muss ich natürlich auch ein bisschen rumprobieren, das ist ganz klar. Aber beim Rumprobieren werde ich euch nicht mit belästigen, sondern werde euch das Ergebnis zeigen. Aber eines ist sowieso klar, nämlich dass das Blinkrelais, dieses Ding ist das Blinkrelais. Warum braucht man ein Blinkrelais mit 20 Anschlüssen? Keine Ahnung. Ich hätte auch nie gedacht, dass es das Blinkrelais ist. Ich musste ja selbst nachschauen. Habt ihr ja im letzten Film mitbekommen. Für mich war das eine Überraschung. Das muss natürlich vorher rein, weil es sitzt unter dem ABS. Und das hat also hier diese Gummilaschen an dieser Stelle. Und hier gibt es diese Dinger hier. Und dann wird es einfach hier so in diese Gummilaschen reingesetzt. Ich erspare mir jetzt, denke ich, Silikonfett an dieser Stelle, weil das geht prima rein, völlig problemlos. Und Silikonfett attraktiert nur Dreck. Und für diesen einmaligen Gebrauch, für diesen einmaligen Vorgang geht das auch so. Jetzt ist es wieder da, wo es normalerweise lebt. Mein Plan ist also, das ABS und den Kanister vorher reinzusetzen. Und dann das Ding komplett zu installieren. Es ist auch schwierig, dieses Ding reinzuklappen, wegen hier diesem Befestigungspunkt. Man muss das also fädeln und dann so ein bisschen klappen. Und das geht aufgrund des Rahmens nicht, denke ich mir. So dass ich mich entschlossen habe, das zusammen mit dem ABS einzubauen. Und damit es ein bisschen leichter ist mit den Leitungen, werde ich die Leitungen also vorher anbringen. Die Leitungen komplett. Und werde mit an installierten Bremsleitungen das ABS hier einbauen, den Kanister nebendran setzen, die Wangen hochklappen und mit hochgeklappten Wangen versuchen, das ganze System wieder zu installieren. Das ist mein derzeitiger Plan und ich bin gespannt, ob es klappt. Ich muss also diese Schrauben mit ein bisschen Kraft betätigen und dass ich hier eine stabilere Grundlage dafür habe, werde ich diesen ABS-Modulator kurz aus seinem Gehäuse nehmen. Das geht relativ einfach mit nur zwei Schrauben. Ja, der sieht so aus wie immer. Erstaunlich, wie klein diese Motoren geworden sind. Wahnsinn. Fast wie beim Spielzeugauto. Ich habe das also gemacht, damit ich den Block hier ein bisschen klemmen kann. Nur ganz leicht, sodass er mir nicht abhaut. Wir hatten also diese Leitung an dieser Stelle, was man dadurch erkennen kann, dass nur an dieser Stelle dieser Zapfen hier reinpasst. Und diese Leitung ist, dieser Banjo ist hier ein bisschen nach oben gebogen, wie man sieht. Und bei der neuen Leitung ist das also genauso. Und so sei es dann. Sehen, was ich mache. Da bin ich mit meinen Pfoten wieder davor. Weiß man ja nie so genau bei mir. So. So. Das sind selbstverständlich neue Aluminiumscheiben, das ist klar. So, das ging ziemlich gerade, denke ich mal. So, ich habe die Leitung ganz leicht nach rechts geneigt. Jetzt ziehe ich das mit einer 12er Nuss an,
drücke hier dagegen, halte das schön fest, damit es mir auch ja nicht aus dem Schraubstock reißt. Und genau, so passt das. Dann kommt diese Leitung an diese Stelle, Dichtlinse integriert. Mach das gerade mal. So, und das ist die Stelle, wo man noch ganz gut rankommt. Jetzt werde ich das mal verschrauben gleich. Hier brauchen wir eine Zehner. Und hier eine 12. Da gibt es was auf die 12. So. Ich hoffe, das genügt. Aber hier an dieser Stelle kommt man ja noch dran, falls es tropfen sollte bei Unterdruck. Ich hatte das beim alten Eisen ja auch. Ich war erstaunt, wie fest man diese Dinge am ABS festmachen musste. Ich hoffe, hier muss man es nicht gar zu fest machen. Ich versuche es einfach mal so. Ja, die beiden waren ja für das Vorderrad. Jetzt kommt das Hinterrad. Das ist einmal das gerade Stück an dieser Stelle und das schräge Stück unten. Ich habe das ja schon richtig angebracht. Und hier ist der ABS-Stecker auf dieser Seite. Also bringe ich die Leitung jetzt mal an. Oh, hier muss ich mir überlegen, in welche Richtung, ja. Das heißt, ich muss bei der alten Leitung nachschauen. Die alte Leitung ist so fest, dass dieses Ding natürlich in dieses Loch da rein geht. Das Loch kann man jetzt gerade nicht sehen, aber ihr wisst ja, dass es korrespondiert. Ist ja hier auch so ein Loch. Und dann ist, wenn man die Leitung so hält, das nach oben gekippt. Und genau so habe ich die neue Leitung jetzt auch zufällig richtig gemacht. Also man sieht es hier unten, beide Fittings gehen nach oben. Also stimmt es so, Aluscheiben sind drauf, also ziehe ich es mal fest. Ich neige es auch ganz leicht nach innen, also quasi so. Weil das muss ja da durch dieses Loch durch. Gutes Gefühl. Jetzt haben wir nur noch diesen Anschluss, der unterm Rahmen verdeckt war, wegen dem diese ganze Operation im Prinzip so kompliziert geworden ist. Es war früher ja dieses Stückchen, welches runter zur Bremspumpe führte. Und hierfür gibt es jetzt dieses Stückchen. Das Neue hat, wie man sieht, zwei Trennstellen. Das könnte von Vorteil sein, aber ich weiß es nicht. Ich forme das jetzt also so gut wie möglich vor, sodass das möglichst gut der alten Leitung entspricht. Und dann stecke ich das in meinen anderen Schraubstock hinein. So. Ein Stückchen nach vorne, damit ich ein bisschen Platz habe für den Schlüssel. Dann werde ich die Dichtlinse leicht komprimieren. Hierzu werde ich hier festhalten. So. Das sollte genügen, um ein bisschen Alu zu quetschen. Die Dichtlinse ist also da und ist nicht kaputt. Das Loch ist durchgängig. Jetzt brauchen wir an dieser Stelle wieder eine Dichtlinse. Jetzt hat sie sich falsch gedreht. Komm. Spitze Seite nach unten. Also, Mädel, was soll das? Bevor da irgendwas schief läuft, werde ich das ABS kurz etwas nach unten neigen. Dann haben wir ein geneigtes ABS, beziehungsweise ich nehme es einfach in die Hand. Das ist wahrscheinlich das Beste in dem Fall. Ich nehme es einfach in die Hand, setze das richtig an. Jetzt ist es schon mal fest, ist schon mal gut. Das Loch sollte jetzt natürlich senkrecht sein, das ist klar. Jetzt drehe ich es an.
Das genügt mir. Ach, schade, sieht ein bisschen. Ist ein bisschen verkratzt, aber sieht ja keiner an dieser Stelle. So, jetzt setze ich das ABS wieder in seinen Träger ein. Kurz auspusten. Aber das ist schon sauber da drin. So. Ja, jetzt habe ich schon den ersten Fehler gemacht, aber dafür mache ich das ja. Nicht um Fehler zu machen, sondern um dran zu lernen. Und zwar ist jetzt kollidiert dieser Apparat mit dieser Bremsleitung. Und diese Bremsleitung liegt auch über diesem Befestigungsloch drüber, wie man sieht. Und das heißt, ich muss diese Bremsleitung einfach noch ein Stückchen nach außen schieben. Das heißt, ich muss die wieder öffnen. Ja, man sieht jetzt also, ich habe es noch nicht ganz festgeschraubt, dass das ABS ein bisschen schräg drin steht. Also in diese Richtung geklappt. Und das liegt ganz einfach daran, dass dieses Ding hier an dieser Plastiknase anstößt, weil es halt ein bisschen eine andere Form hat als das Originalteil. Das ist jetzt ein bisschen schade. Das Originalteil sah so aus und hat sich gegen diese Plastiknase angelehnt, und zwar auch ein bisschen kürzer, das Originalteil. Das heißt, was jetzt hier auch leider der Fall ist, ist, dass ich das Gewinde hier gar nicht benutzen kann, was da unten drunter ist, weil es nicht mehr genau passt. Das ist ein bisschen verschoben, wie man möglicherweise sehen kann. Dann ist es natürlich auch ein bisschen komisch, dass hier beispielsweise jetzt so ein Fitting ausgewählt worden ist. Mit so einem Schraubverschluss, also mit einem Schraubverankerung, und hier an dieser Stelle nicht. Hier würde es möglicherweise dann auch nicht passen, das kann durchaus sein. Aber hier an dieser Stelle hätte so eins möglicherweise auch ein bisschen besser getan. Aber jetzt ist es eben so, wie es ist. Aber das kann man ja in der Zukunft ändern. Das ist ja im Prinzip der erste Versuch von uns, diese Geschichte anzupassen. Und da treten natürlich logischerweise da gewisse Dinge auf, die man in der späteren Serie vielleicht verbessern könnte. Ja, ich denke, wir werden das ändern. Das sollte nicht so bleiben. Es ist zwar Sonntag, aber ich konnte Rücksprache halten mit meinem Ansprechpartner bei Spiegler. Und wir werden diese Leitung ändern, sodass sie so funktioniert wie diese Leitung hier. Das ist einfach schöner und besser an dieser Stelle. Ja, deshalb mache ich das jetzt wieder ab. Ja, wir machen das Ganze auch, um zu lernen. Ich sowieso, ich schraube, um zu lernen, aber auch der Hersteller von so Bremsleitungen hat natürlich durch solche Sachen die Chance, dazu zu lernen und seine Produkte und seinen Zeichnungssatz entsprechend zu verbessern und anzupassen, sodass der Nächste, der das macht, diese Probleme einfach nicht mehr hat. Genau. Und so sieht eine Dichtlinse aus, wenn sie mal gedichtet hat. Wir bekommen also eine neue Bremsleitung an dieser Stelle, eine mit solchem Übergang. Und weil dem so ist, werde ich eine kleine Modifikation des Halterahmens durchführen. Das sind ja nur Anschlagzapfen, die haben ja sonst nichts zu tun. Aber in Zukunft werden die eine Aufgabe bekommen, nämlich genau Bremsleitungen halten. Ha! An dieser Stelle ist bei den Bremsleitungen sowieso keine Bewegung, weil die gehen auf Starre, kommen von Starre, gehen nach Starre. Also im Prinzip ist es völlig ausreichend dafür. Für einen kleinen Augenblick habe ich mal drüber nachgedacht, sowas an dieser Stelle zu verwenden, aber ich bin wieder davon abgekommen, weil der Kabelbinder einfach total gut hält, total fest ist und einfach perfekt an dieser Stelle. Und das ist wieder, ja, weiß nicht.
Das wäre zwar auch möglich, aber dann müssten wir dieses Ding ein bisschen absägen, also diesen Pfosten absägen, beziehungsweise diesen. Und dann hätte man Platz für sowas. Aber der Kabelbinder ist perfekt einfach und viel einfacher. Wenn der Willi möchte, dass wir sowas verwenden, können wir es dann noch machen. Der Markus kann ja noch mal zwei so Dinger mitschicken. Ansonsten, ich würde das nicht machen. Der Kabelbinder ist absolut perfekt an der Stelle. Ich glaube, die muss ich jetzt nicht mehr abmachen. Das habe ich wieder angezogen. Das kann ich verschrauben, während die Traverse angebaut ist. Ja, that's it. Ja, Freunde, ich unterbreche dann kurz, bis das neue Leitungsstück da ist. Wahrscheinlich wird das übermorgen sein. Der Markus wird es morgen herstellen und dann in die Post tun. Und es ist ja nur ein kleiner gefütterter Umschlag quasi. Und dann übermorgen ist das Ding dann da. Und ich zeige euch jetzt erstmal diesen Film und sage bis demnächst bei Sam's Channel.